Gut, Leute, ich bin's wieder, eure Shisha-Keine. Und es geht weiter. Heute möchte ich euch mal eine neue Sorte von Milano vorstellen. Und zwar geht es heute um den Yellow, ja, Vigure, Virgin, Vigurgen, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall ist das die M11. Und was soll Milano M11 sein? Milano M11 ist im Endeffekt ein Birne-Minze-Flavor. Und ich würde sagen, wir kommen mal gerade zu ein paar Eckdaten. Milano kommt in diesen kleinen Metalldosen. Ihr habt dann hier so einen kleinen Deckel, den ihr aufmachen könnt. 200 Gramm kosten 16,95 Euro. Ich persönlich mag die Dosen, weil ja, so eine Metalldose macht eigentlich was her. Ich finde die persönlich ganz gut. Man muss allerdings auch dazu sagen, den Tabak könnt ihr definitiv bitte nicht drin lagern, denn es kann eine chemische Reaktion mit dem Metall und der Molasse geben. Dann wird das so schwarz, hat vielleicht der ein oder andere mal gesehen. Oder auch, dass die Dosen anfangen zu rosten. Daher bitte in eine Lock-in-Lock-Dose oder in einem Zipper. Was mir persönlich positiv aufgefallen ist bei den Milano-Sorten, er ist doppelt verzippt in solchen Vakuumbeuteln, ist einfach, dass die zweite Vakuumpackung, dass der Tabak nicht nochmal in einem separaten Plastikzipper oder irgendwie sowas oder in so einem Plastik eingefaltet ist. Denn man kann den Tabak dann wirklich hier schön aus dem Zipper rausholen. Man kann den Tabak auch mal für eine gewisse Zeit lang, wie gesagt, im Zipper und einfach dann in der Dose lassen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, nicht drin lagern. Dann gucken wir uns mal kurz die Feuchtigkeit und den Schnitt an. Feuchtigkeit muss ich sagen, der Tabak hat wirklich eine gute Feuchtigkeit. Es ist etwas überschüssige Molasse vorhanden, allerdings wenn man umrührt und so weiter, ist der Tabak meines Erachtens von der Feuchtigkeit wirklich sehr, sehr gut. Vom Schnitt haben wir eher einen mittleren Bereich. Wir haben ab und zu oder wir haben feinere geschnittene Blätter dabei. Ästchen habe ich so keine gesehen, aber im Großen und Ganzen ist der Schnitt eher mittel, beziehungsweise im Tonkopf oder auch für den Hotshot Tee absolut kein Problem. Ja, und was soll, beziehungsweise wie riecht jetzt der Milano Yellow irgendwas, beziehungsweise wie riecht Birne Minze von Milano? Wenn man dran riecht, hat man eine ganz, ganz leichte, minimale Mentholfrische in der Nase. Es ist nicht unbedingt eine Kühle, es ist wirklich eher eine Frische. Es riecht sehr süß, sehr, sehr bonbonlastig. Hat für mich so einen leichten Touch von so einem Nimm-2-Bonbon. Es ist ein bisschen, ja, parfümartig. Eine Birne, boah, weiß ich nicht, kann ich, glaube ich, nicht wirklich rauslöschen. Also wenn ich jetzt den Social Smoke oder auch den Medite als Gegenprodukt dahin stelle, die haben für mich eher nach Birne gerochen. Hier würde ich eher so sagen, ist so ein Mischmasch aus irgendeinem Bonbon, vielleicht einem leichten Zitrusflavor oder sowas. Also eine Birne rieche ich nicht unbedingt raus, riecht aber wirklich vom Geruch her nicht verkehrt. Setup haben wir heute einmal, ich habe mal die NPS wieder rausgekramt. Und zwar ist es eine NPS Classic mit einer Forest Bowl. Gebaut habe ich das Ganze im Tonkopf, bündig zum Rand, mit einem Phoenix und drei Black Coco-Kohlen. Zum Rauch brauche ich nämlich nichts sagen. Der Tabak drückt nicht, er kratzt nicht. Was mir aufgefallen ist, am Anfang hat er etwas Hitzeschwierigkeiten gehabt. Also wenn man dem Tabak wirklich ein bisschen Hitze gegeben hat, dann hat er ja so leicht verbrannt geschmeckt. Also bei der Hitze muss man zumindest jetzt bei der Dose oder generell bei dem Flavor ein bisschen achten. Hat der Tabak erstmal ein bisschen Wärme aufgebaut, kann man die Kohlen noch etwas in die Mitte rücken, das ist eigentlich kein Problem. Aber wie gesagt, am Anfang muss man da ein bisschen achten. Ja, und was haben wir jetzt im Geschmack? Also gerade wenn man den Tabak einraucht, beziehungsweise wenn man so ein bisschen die Zunge gegen den Rauch drückt, haben wir eine leicht süße, beziehungsweise eher eine leicht säuerliche Note. Also die Süße ist eher im Hintergrund, beziehungsweise eher leicht verhalten, eher die Säure im Vordergrund. Lässt man den Tabak so direkt aus, hat man diese leichte Frische, die ich vorhin auch schon im Geschmack beschrieben habe, definitiv auf der Zunge. Es ist allerdings auch wieder hier keine Mentholfrische. Es ist eigentlich wirklich einfach so eine reine Frische, die der Flavor mitbringt. Also wir haben hier keine Mentholbombe, was ich persönlich sehr angenehm finde. Ich bin nicht so der Menthol-Hardcore-Raucher oder generell so eine Mentholbombe brauche ich nicht. Aber hier haben wir diese leichte Frische mit dabei.
eine direkte Minze, egal ob Spearmint oder Pfefferminze, kann ich persönlich jetzt gar nicht rausschmecken. Also es ist eher wirklich so eine leichte Frische, aber nicht unbedingt einen Minzflavor. Und ja, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, diese leichte Bonbon, beziehungsweise diese leichte Bonbon-Note, die haben wir auch wieder hier im Geruch. Bringt allerdings diese irgendwie mit dieser Süße kommt die mit. Und wir haben auch wie im Geruch dieses leicht Parfümmäßige. Ich persönlich kann jetzt hier nicht unbedingt sagen, dass das Ganze irgendwie nach Birne schmeckt. Also ich persönlich habe zum Beispiel den Social Smoke Kitchell sehr gerne geraucht, beziehungsweise auch den Medite P. Williams. Das sind für mich Birnensorten gewesen, wo das Birnenaroma sehr authentisch rüberkam. Das haben wir jetzt bei jedem Flavor nicht unbedingt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt als Birne beschreiben. Es hat halt so einen leichten Gummibärchen-Bonbon-Geschmack, der für mich aber nicht wirklich genau zu definieren ist. Mein Fazit kann ich allerdings dazu sagen, dass mir der Tabak trotz dessen gut schmeckt. Also ich kann ihn wirklich sehr gut rauchen. Auch die Aromenwahl finde ich persönlich nicht verkehrt. Dieses leicht frische mit diesem gepaarten Bonbon und Gummibärchen-Touch. Wie gesagt, es schmeckt für mich allerdings nicht nach Birne. Ich muss aber wie gesagt sagen, ich persönlich mag den Tabak, kriegt von mir auf jeden Fall mal eine Rauchempfehlung. Kann man mal probieren, macht man denke ich nichts falsch. Wenn man allerdings jetzt irgendwie ja, einen Peer Williams oder auch einen Peer Chill erwartet hat, dann wird man glaube ich enttäuscht, weil wie gesagt, es hat für mich eigentlich nichts unbedingt mit Birne zu tun, schmeckt allerdings trotz dessen nicht verkehrt. Ja, soviel zum Milano. Ich denke, es ist eigentlich alles gesagt. Könnt ihr euch ja dann entscheiden, beziehungsweise vielleicht hat euch das Review ja angesprochen. Wenn ja, könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Wenn ihr den Flavor schon geraucht habt oder auch die anderen neuen Sorten von Milano probiert habt, dann könnt ihr mir definitiv auch mein Feedback da lassen. Ich habe ja schon zwei andere Sorten auf meinem Kanal auch von Milano schon reviewed gehabt, beziehungsweise vorgestellt. Und ich würde damit sagen, ich bin damit durch, wünsche euch einen guten Rauch, bin damit raus, haut da rein!